Genau, vielen Dank, Alex, für die nette Einführung und dass ihr alle dieses Panel gewählt habt. Genau, also ich will so ein bisschen was über Elektrifizierung erzählen und sozusagen über GAFA und Alternativen. Und Alex hat das ja schon heute Morgen so schön eingeführt. Was sind eigentlich die Alternativen? Man kommt schnell auf den Weg, wir sind irgendwie alle lost und das ist irgendwie alles hinter Alternativen steckt auch immer das Wort alternativlos. So, und das ist alles ein bisschen kompliziert. Ich habe das jetzt für heute Morgen mal genannt, wir sind eigentlich alle gefangen in einem großen GAFA-Fuck. Absichtlich falsch geschrieben, weil GAFA ist eine schöne Abkürzung und Fuck natürlich auch. Ne? Das F steht für Florian Heinemann. Ne? Google, Apple, Facebook. Und ich gucke immer so ein bisschen hin, weil ich keinen Monitor habe. Deshalb muss ich bei Zitaten da immer hinschauen. Die haben alle mal wie ein kleiner Drache bei Games of Thrones angefangen. Am Anfang haben sie Mäuse gefressen, dann wurden es irgendwann Ziegen und heute müssen sie ganze Städte fressen. Das A steht natürlich für Alex. Ne? Also du kriegst jetzt auch ein A in dem Fuck. Einmal sind taumelt, sagen die, die wirklich taumeln, betriebswirtschaftlich und analytisch einfach nur Quark. Und das K steht für Krisch Jochen. Ne? Da haben wir da alle drei sozusagen zusammen. Hat der stationäre Handel in Deutschland eine Zukunft? Nö. So, das ist im Grunde genommen das, was uns alle so die letzten Jahre bewegt. Und ich habe das versucht in dem Buch so ein bisschen nochmal zu hintergründen, woran das eigentlich liegt. Ne? Also sind wir eigentlich auch mit unseren Begriffen Elektrifizierung, Plattformökonomie eigentlich so richtig. Und man muss das ja irgendwie versuchen, immer so ein bisschen originell zu framen. Und ich habe dann einfach mal gesagt, wir leben eigentlich alle in der Casual Economy. Was ist das eigentlich, die Casual Economy? Das kennen wir ja alle. Wer von euch kommt irgendwie aus der Mode und Textilhandel und hat damit zu tun? So ein paar, ne? Und andere interessieren sich auch für Mode so ein bisschen oder haben das schon mal gehört, also der Casual Look. Also alle fangen jetzt einfach an, auch wir haben das über Zetsche gesehen auf der Pariser Motorshow oder jetzt wieder auf der South by Southwest, wenn man sich den Style mal anschaut. Also keine Krawatte mehr, offenes Hemd, keine Anzugshose mehr, Jeanshose, keine Business-Schuhe mehr, sondern Sneaker oder jetzt auf der South by Southwest Krokodillederstiefel waren das, glaube ich. Also das ist schon alles irgendwie sehr casual. Es wird sich in den Unternehmen, in den Konzernen nicht mehr gesiezt, sondern geduzt. Also es ist irgendwie so ein Casual-Style, der da in den Unternehmen stattfindet. Aber was heißt Casual eigentlich? Eigentlich ist es so ein bequemer Kleidungsstil. Nicht? Alles wird irgendwie bequem. Und ich glaube, das ist einer der ganz fundamentalen Insights, wenn wir uns halt mit der heutigen Internetwirtschaft halt beschäftigen, dass alles irgendwie super bequem wird und die GAFAs es im Grunde genommen uns vorgemacht haben, dass alles super bequem wird. Und diese Fernbedienung, die wir in der Hand haben, die heute Smartphone heißt, ist eigentlich das, was wir früher mal auf der Couch hatten, indem wir die 3 Grad, die wir vor uns hatten, 3 Meter, 50 Zoll, die wir bestimmt haben mit der Fernbedienung, das ist jetzt eigentlich 360 Grad. Nicht? Also mit dem Smartphone steuern wir eigentlich sozusagen unsere Welt. Alles muss mit einem Klick zu uns kommen, alles wird halt super bequem. Und dazu haben uns eigentlich die GAFAs sozusagen erzogen. Und die Frage ist sozusagen, wie werde ich jetzt als Unternehmen in dieser Casual Economy, in dieser super bequemen Welt, wo der Konsument mit der Fernbedienung alles regelt, wie werde ich da eigentlich relevant? Und die Auflösung ist in dem Buch, ich entwickle entsprechende anschlussfähige Produkte. Ich habe es immer so transformationale Produkte genannt und so ist halt auch der Titel des Buches. Ne? Erscheint irgendwann im April und ich wollte jetzt einfach mal heute Morgen so ein paar Thesen sozusagen daraus zur Diskussion stellen. Also alles nicht in Stein gemeißelt, ist halt nur gedruckt, ist nur Papier, kann man in der zweiten Auflage alles wieder ändern. Die erste These ist erstmal der Fluch der Elektrifizierung. Ich habe angefangen, mich mit dem Internet irgendwie in den 80er Jahren schon zu beschäftigen, aber mit dem Web eigentlich erst 1995. Der Mosaik-Browser kam irgendwann 94 raus und ich habe 95 ein Buch gelesen von Niklos Negroponte, der sagte, im Grunde genommen wird sich jedes Geschäft digitalisieren. Und jedes Unternehmen muss eigentlich die Frage stellen, was bedeutet dieses Geschäft eigentlich in einer digitalen Welt und wie kann ich mein eigenes Geschäft halt digitalisieren. Und daraus ist ein riesen Missverständnis entstanden, dem ich fairerweise auch ein paar Jahre anheimgefallen bin. Und das ist nämlich sozusagen diese Falle der Digitalisierungsrendite oder Elektrifizierungsrendite, die sofort eintritt, wenn ich als Unternehmen von Atome auf digital halt wechsle. Das ist ganz klar, also beim Versandhändler, ne, ich drucke keinen Katalog mehr, sondern einfach nur noch eine Website und ein Newsletter, das ist at scale, ist mal viel günstiger, klar, als wenn ich jetzt einen Katalog jetzt produziere oder als Bank.
wenn ich jetzt einfach keine Kassenzone mehr habe, wo ich hinter Panzerglas, wie das noch vor 25, 30 Jahren der Fall war, jemanden habe, der Bargeld verausgibt, sondern ich habe eine SB-Zone auf einmal. Zwischen der Fußgängerzone und der Bankhalle habe ich eine SB-Zone, die 24 Stunden, 7 Tage geöffnet ist. Dann schaffe ich erstmal sozusagen sofort eine Rendite durch Digitalisierung, weil ich kann mir sozusagen diese komplizierte, das Bargeldmanagement und der Mensch, der hinter der Kasse sitzt, kann ich mir alles sozusagen sparen. Und in der nächsten Welle sozusagen, dann virtualisiere ich noch diese SB-Zone für ganz viele Use Cases in eine App. Ne? So, und dann bring your own device, dann ist einmal die SB-Zone hier drin und ich mache eigentlich alles mit dem Smartphone und so eine SB-Zone zu bewirtschaften, ist auch irgendwie teuer. Ne? Da Vandalismus und es kostet Geld und die Geräte sind teuer und so weiter und so fort. Wenn ich eine App ausrolle, sozusagen, ist das halt viel einfacher. Also ich kann damit in einer gelernten Industrielogik inkrementelle Optimierung betreiben, Kosten senken sozusagen, kann ich sofort mit Digitalisierung irgendwas beheben, indem ich Atome in Bits und Bytes halt wandle. Und das haben viele Unternehmen halt die letzten 15, 20 Jahre halt gemacht. Sie sind dann irgendwann haben sie gestoppt und haben dann aber gemerkt, und das geht für Branche, für Branche, für Branche, jetzt bin ich irgendwie sozusagen so ein Icon auf dem Smartphone und bin eine App. Und blöderweise, dieses Real Estate, das gehört mir aber eigentlich gar nicht. Die SB-Zone hat mir noch gehört, da habe ich irgendwas gemietet, das habe ich noch irgendwie unter Kontrolle, was ich da reinstelle, was ich da nicht reinstelle. Aber wenn jetzt so ein Number 26-App sozusagen daneben steht, ja, dann habe ich das eben nicht mehr unter Kontrolle. Und wenn die bessere User Experience bieten und die besseren Produkte, dann verschwinde ich eben als App irgendwann sozusagen auf dem zweiten Bildschirm. Das ist genauso schlimm wie sozusagen die zweite Seite bei Google. Dann bin ich ja schon für den normalen Otto-Normalverbraucher im Darknet. Ne? Also ich finde dann einfach nicht mehr statt. So, und dann fangen die Unternehmen an, ach du Scheiße, das jetzt mit der Elektrifizierung, was sie da gemacht haben oder als Digitalisierung betrieben haben, das ist halt doch irgendwie gar nicht so cool. Eigentlich geht es ja um viel mehr. Ich brauche neue Geschäftsmodelle, ich brauche eine neue Relevanz. Und dann sind so die letzten 3-4 Jahren halt einfach alle die C-Level-Menschen in den Konzernen ins Silicon Valley gefahren, haben sie angeguckt, wie funktioniert das eigentlich bei den Googles, Apples, Facebooks und in Amazons. Bei einigen sind sie reingekommen, bei einigen nicht. Aber sie haben schon gesehen, dass da anders gearbeitet wird, nicht? Dass es eine andere Kultur ist. Es ist nicht mehr Silo, es ist nicht Wasserfall, es ist nutzerzentriert, Service Design und eben Jeans, Sneaker und offene Hemden und du. Also irgendwie alles ganz cool. Und jetzt fangen die an, sozusagen in den Unternehmen, das, was sie da kulturell phänotypisch gesehen haben, in ihre eigenen Unternehmen zu übertragen. Und das ist so, da sind eigentlich die Budgets in den letzten 3 Jahren hingegangen. Und deshalb ist das im Grunde genommen auch keine Frage sozusagen des Geldes, weil das Geld ist eben da. Ja, also man muss sich das vorstellen, wenn man sich hier halt die DAX-Unternehmen anschaut. Die DAX-Unternehmen, die haben Digitalbudgets, die sind nicht 7-stellig, die sind nicht 8-stellig, die sind 9-stellig. So, das heißt, die geben pro Jahr mehr aus, als ein Tesla in den ersten 5 Jahren verbraten hat oder als ein Booking die ersten 5 Jahre verbraten hat oder Amazon die ersten 5 Jahre verbraten hat. Also das Geld ist im Grunde genommen da, aber es wird im Grunde genommen vielfach ausgegeben halt für nicht so sinnvolle Projekte. Und ein Missverständnis, was da ist, es wird angefangen, an der Kultur zu arbeiten. Wir müssen irgendwie alle eine digitale Kultur entwickeln und jetzt alle 20.000 Mann sozusagen digitale Kultur. Das Problem ist, das ist irgendwie nicht schädlich, aber es langt am Ende des Tages halt nicht, weil wir im Grunde genommen sehen, dass sie in der Startup-Welt scheitern 9 von 10, 19 von 20, 8 von 10, wir wissen es nicht genau, aber viele scheitern. Und wenn wir so, und die haben ja eine digitale Kultur, das sind ja Digital Natives, ne? Die haben die arbeiten ja nicht nach Wasserfall, nach klassischem Anforderungsmanagement, nach klassischen IT-Prozessen. Das ist One Team, One Room. Alles cool und trotzdem scheitern sie im Grunde genommen. So, also die Kultur stimmt. So, und wenn man das jetzt aber sozusagen überträgt sozusagen auf die Konzerne und die haben jetzt alle sozusagen die eine digitale Kultur und eine Startup-Kultur, dann scheitern die ja im Grunde genommen mit der gleichen Wahrscheinlichkeit wie so ein Startup. Und das ist natürlich ein Riesenproblem. Deshalb muss man sich eigentlich überlegen, was steckt eigentlich mehr dahinter aus der Erkenntnis, Plattformökonomie oder Casual-Ökonomie und super bequeme Produkte und Kultur. Was passiert da sozusagen eigentlich wirklich? Und was wirklich passiert, und das ist eine Binse, aber die umzusetzen, ist halt total schwer, dass die Wertschöpfung letztendlich halt in der Nutzerschnittstelle halt passiert.
Also wenn ich die Nutzerschnittstelle nicht unter Kontrolle habe, dann passiert erstmal sozusagen gar nichts. Und daran muss ich letztendlich halt arbeiten. Das bedeutet aber für das gesamte Thema digitale Transformation, ich muss erst schauen, dass ich Produkte entwickle, die tatsächlich sozusagen die Chance haben, diese Nutzerschnittstelle zu verändern, dass sie das Verhalten von Konsumenten halt verändern, dass sie sich in den Alltag der Menschen halt reinsneaken, dass sie dann at scale auch die Märkte sozusagen verändern und dann in der Rückkopplung ist wieder das eigene Unternehmen. So, ich fange also an bei den Produkten und bei den Menschen und ich fange nicht an, sozusagen erst mein eigenes Unternehmen zu digitalisieren, weil als Großkonzern schaffe ich das gar nicht. Ich habe so viele Menschen, ich habe so viele Prozesse. Das ist im Grunde genommen die falsche Energie. Also ich fange ganz einfach an sozusagen bei den Produkten. Die Produkte, transformationale Produkte, haben drei Eigenschaften. Sie transformieren einerseits die Nutzererwartung an ein Produkt. Sie verändern das Nutzerverhalten und sie verändern die Wertschöpfung. Das kann man sich so im Handel, die meisten von euch kommen ja sozusagen, haben so einen Handelskontext, bei Prime ganz gut halt vorstellen. Prime von Amazon. Wahrnehmungspsychologisch gibt es halt den Begriff Priming. Meine Theorie ist, Amazon hat das Wort Prime genutzt, weil sie Prime wollten. Ja? Also sie wollten was prägen und automatisieren. Und das ist genau das halt, was passiert. Also ich bin im Grunde genommen konditioniert, geprägt, jedes Produkt der Welt mit einem Barcode, mit einem Klick am Ende des Tages halt bestellt, am nächsten Tag, da heute Abend oder in der nächsten Stunde. Damit wird letztendlich halt Nutzerverhalten verändert. Und dann ist die Frage sozusagen, wie stark ist eigentlich dieser Effekt? Und es gibt so ein paar Marktforschungsuntersuchungen, die behaupten, dass halt ein Prime-Kunde mit einer Conversion-Wahrscheinlichkeit von 70% plus konvertiert. Irgendwie können wir das alle gar nicht glauben, wenn wir in unsere eigenen Google Analytics-Accounts reinschauen. So, aber selbst wenn es so die Hälfte ist, dann verstehen wir, dass Amazon und auch andere Pure-Player, also alles sind bloß keine Händler. Amazon hat ja angefangen letztendlich auf den Schultern von Grossisten, ne? Ingram Micro in den USA, in Deutschland war es halt Lingenbrink. Das waren ja Barsortimente, die haben ja auch nicht verkauft, sondern sie haben einen Service geliefert, einen Besorgungsdienst gemacht. Der Buchhändler hat bestellt und am nächsten Tag morgens lag es in der Buchwanne sozusagen drin. Und deshalb glaube ich eigentlich, dass dieses ein Riesenmissverständnis ist, immer sozusagen auf Amazon zu gucken als Händler, sondern es ist am Ende des Tages ein reiner Dienstleister, es ist ein Besorgungsdienstleister. Die gesamte Schicht des Einzelhandels verdampft im Grunde genommen und es wird connectiert, der Hersteller direkt sozusagen mit dem Endkonsumenten und dazwischen wird eine Service-Schicht im Grunde genommen gebaut. Das hat mit Handel überhaupt nichts mehr zu tun. Es ist eine reine Besorgungsdienstleistungsfunktion, zu 70% die Conversion-Leistung halt erbracht. Das heißt, das, was uns gerade alles auffrisst, ja, das sind nicht nur die GAFAs, sondern das sind eigentlich Dienste. Das eigentlich das, was wir an Wertschöpfung halt heute haben, an klassischen Wertschöpfungsthemen, werden alle sozusagen zu Services. Und es gibt von Marc Andreessen ein schönes Zitat, Software is eating the world. Und ich glaube, Services are eating the world. Also die Services fressen sich im Grunde genommen durch die Welt, die Dienste. Und es gibt eine sehr interessante interessanten Aspekt sozusagen in den Wirtschaftswissenschaften. Es gibt eine Theorie der service-dominanten Logik, die auch in dem Buch so ein bisschen aufgedrügelt wird, wie das eigentlich funktioniert, wie eigentlich unsere heutige güterzentrierte, hardwarezentrierte Welt eigentlich in eine Dienstewelt sozusagen gerät. Also dass auch ein Automobilhersteller nichts anderes ist als ein Dienstleister, der die Herstellung seines Autos halt orchestriert, auf der einen Seite in Dienstleistungsfunktion, und dass die Dienste, die dann auf der Hardware sozusagen passieren, also autonomes Fahren und so weiter und so fort, den eigentlich Mehrwert machen. Und dazu wird dann letztendlich halt in dem Buch ein Modell halt vorgestellt, wie funktioniert dann eigentlich in dieser Welt, wie kreiere ich diese Services, wie entsteht Wertschöpfung und Monetarisierung in Form von Diensten und wie diffundieren diese Dienste eigentlich in den Markt. Das sind keine klassischen Distributions- und Vertriebswege mehr in den Markt. Das kennen wir alle. Wir haben Google ja nicht durch eine Kampagne kennengelernt. Nutzt jetzt Google, ne? Weil was haben wir damals genutzt? Alta Vista, glaube ich, und Lycos, einige schräge Vögel, oder Fireball hier in Deutschland, hatte immer 24% Marktanteil, vergisst man immer, wir waren schon mal relativ weit vorne. Wir haben also diese Services, diese Dienste nicht angefangen durch klassische Werbung und durch klassisches Marketing zu nutzen, sondern wir haben sie im Grunde genommen, sind sie in unseren Alltag gelangt. Deshalb verändert sich auch diese gesamte Marketinglogik, in der wir aufgewachsen sind. Nicht in dieser klassischen Marketingwelt, ich nenne das Marketing Legacy, sind wir aufgewachsen, es gibt ein Produkt, das ist so, wie es ist, und da gibt es dann, da muss man ein Brand zu bauen, eine Markenwelt drumherum bauen, ein Narrativ, eine coole Story. Man muss PR machen, Advertising, CM.
Suchmaschinenmarketing, Social Media, Performance Marketing, das ist aber eigentlich alles alte Denke, Produkt bleibt so, wie es ist und dann baue ich sozusagen darauf eine Marketing-Legacy auf. In der neuen Welt sozusagen diffundieren diese Produkte eigentlich in den Markt rein. Es fängt oben bei 1 Uhr an, eigentlich mit der User-ID. Ja? Also welches Unternehmen, welcher Konzern hat eine eindeutige User-ID? Ja? Also wenn ich bei der Bank anfange oder beim Automobilhersteller, ne? Also was ist denn die User-ID? Ist es der Fahrzeugschlüssel? Ist es der My-Renault-Bereich auf der Website, ist es die App und so weiter, es gibt es nicht in der Regel. Sozusagen sind einzelne Silos sozusagen und deshalb haben diese Unternehmen super Schwierigkeiten, ihre Dienste sozusagen, die sie langsam irgendwie aufbauen, aber in einzelnen Silos in den Alltag der Menschen integriert zu bauen. Jetzt habe ich die 20 Minuten, glaube ich, schon zerrissen, deshalb sozusagen klicke ich jetzt nochmal schnell durch auf das letzte Chart und dann gehen wir in die Diskussion. Was ist das Wichtigste? Das ist auch Alex' Thema immer Capabilities. Also ich muss im Grunde genommen es schaffen, diese Teams in den Unternehmen aufzubauen, die diese Art von transformationalen Produkten bauen. Also Softwareentwickler, Designer, Produktmanager, ganz wichtiges Thema. Und die müssen gar nicht groß sein. Das sind 10, 20, 30 Mann-Teams, was im Konzernkontext kleine Teams sind, die in der Lage sind, solche Art von Produkte halt zu bauen. Und dann muss ich letztendlich halt ein Operating Model haben, wie ich diese Form von Produkten dann eigentlich im Unternehmen halt baue. Und da gibt es halt ein schönes Beispiel und dann sozusagen auch mit der Frontalbestallung erstmal Schluss. Die Pharmabranche, weil die Pharmabranche hat eigentlich die Verabredung mit ihrem Tod immer schon im Kalender stehen. Ja, weil in der Regel sozusagen auch die größten börsennotierten Pharmaunternehmen abhängig sind von 4, 5, 6 Blockbuster-Produkte, die Milliarden von Umsätzen und Gewinnen jedes Jahr halt generieren. Aber es gibt das Patentrecht und das Patentrecht sozusagen läuft oder Patentschutz läuft nach 10, 15 Jahren aus und dann wird einfach sozusagen ein Medikament fällt, Pille $20 auf 20 Cent runter, wenn das Generika da ist, wenn der Patentschutz nicht mehr da ist. Das heißt, ich kann da auch mit inkrementeller Optimierung überhaupt nichts mehr erreichen. Ja, es nützt nichts, wenn ich noch besseres Marketing mache, wenn ich die Produktion in die dritte Welt ausliefere, wenn ich irgendwelche Zwischenhändler ausschalte, dann kriege ich vielleicht die Pille für $17 noch sozusagen verkauft. Aber wenn die Pille sozusagen nach dem Ablaufen des Patentschutzes bei 20 Cent liegt, dann bin ich eigentlich tot. Das heißt, ich muss als Unternehmen, weiß ich schon, aha, ich habe ein Milliardenunternehmen, aber ich muss dafür sorgen, dass ich in 5 Jahren oder in 7,5 Jahren statistisch, nach 15 Jahren bin ich in 7,5 Jahren tot sozusagen, immer, dann laufen meine Produkte aus, dass ich sozusagen in 7,5 Jahren die nächsten Blockbuster-Produkte habe, die Umsätze von morgen bringen. So, und die sind einmal radikal anders als die Produkte, mit denen ich heute Geld verdiene. Also wie mache ich das? Was machen Pharmaunternehmen? Sie bauen eine robuste Produktpipeline auf, also bauen den Funnel sozusagen groß an nächsten Projekten und das können Unternehmen heute. Sozusagen, wenn man sich anschaut, was Unternehmen sozusagen für Elektrifizierung ausgeben, wenn man sie das umschwenken sozusagen zu digitaler Produktentwicklung, reicht das aus. Dann, also sie investieren halt viel in diese Research-Phase, dann machen sie ein Triple Play im Innovationsmanagement, Auftragsforschung nach draußen geben, kriege ich selber nicht hin, mach du das für mich. Startups kaufen, also die Ratte sozusagen überlebt an dem Medikament, der Mensch noch nicht, also muss weiter geforscht werden, kann ich aber kaufen. Sozusagen dieses Startup, weil mir als Großkonzern der Weg sozusagen, das Produkt sozusagen zu Ende zu entwickeln, das gibt eine höhere Wahrscheinlichkeit, als wenn ich bei Null anfange. Oder sozusagen, ich mache natürlich auch Eigenforschung, habe eigene Labore und entwickle selber sozusagen Produkte. Ich lerne mit Unsicherheit zu managen, das ist ganz klar. Ich muss die Leute auf der einen Seite motivieren, den nächsten Blockbuster zu bauen. Ich muss sie aber auch motivieren, dass sie selbst 3 Tage vor der Zulassung eines Produktes das eigene Blockbuster-Produkt killen, wenn sie feststellen, da stirbt ein Mensch dran. Weil noch schlimmer ist, für ein Pharmaunternehmen mit einem Produkt rauszugehen, wo dann halt in der Markteinführung Menschen sterben. Dann ist der Rufschaden da und dann stirbt das Unternehmen. Und das ist viel schlimmer als nicht erfolgreiches Produkt. Und schnelle Skalierung und Vermarktung. Und dann wird in dem Buch im Grunde genommen ein Modell vorgestellt, sozusagen, wie ich dann sozusagen aus diesen Produktpipelines, die ich halt aufbaue, dann letztendlich über eine Industrialisierungsleistung, wo die Bestandsorganisation so bleiben kann, wie sie heute ist, letztendlich ein Hebel gedreht wird, sozusagen, um diese Produkte halt zu skalieren, global und vertikal. Genau, das waren die 20 Minuten, Alex, und dann freue ich mich auf die Diskussion. Vielen Dank schon mal an dieser Stelle. Kannst du auch hier stehen bleiben, musst du die meisten Fragen beantworten.
Ich möchte nur mal darauf hinweisen, also im anderen Raum, da gab es ungefähr 30 Fragen, die während des Vortrags eingegangen sind. Ja, hier nur eine. So, das kann nicht daran gelegen haben, dass es nicht spannend ist. Entweder haben alle aufgepasst, wie bei Urs Meier, und keiner aufs Handy gekommen. Oder ich habe das Thema verfehlt. Ja, das kann auch sein. Aber wir haben, glaube ich, auch zwei, drei Wurfmikrofone. Wir können auch gleich nochmal Fragen stellen. Aber ich habe so zwei Fragen, die mich auf jeden Fall interessieren. Das eine ist, du sagst ja so ein bisschen, Unternehmen müssen sich aufstellen in der Digitalisierung oder im Management ihrer Assets und Wertschöpfungsstufen wie ein Pharmaunternehmen, das heißt, so sich permanent erneuern. Ich sehe das, dass es gar nicht, dieser 7-Jahres-Zyklus reicht nicht, ist eher so 2-3 Jahre, der relevant ist. Wie können die das operativ machen? Also Unternehmen, was heute noch nicht in dieser Erneuerungsmechanik ist, wie können die morgen da hinkommen? Müssen die einen CIO einstellen? Müssen die zu einer Vorstandsklausur sich treffen? Also wie kommen die da hin? Also wie ist denn der Aufbruchspfad? Was muss man denn morgen entscheiden, um überhaupt in diese Richtung loslaufen zu können? Also es braucht auf jeden Fall sozusagen eine... Komm, wir setzen uns mal hin, das wirkt viel, viel informeller, dann könnt ihr auch Fragen stellen, nach vorne kommen und so. Also ich glaube, was es auf jeden Fall braucht, ist halt ein Bewusstsein des Top-Managements, dass einfach eine einfache Elektrifizierung halt nicht reicht. Und das sehen wir ja heute, glaube ich, bei 70-80% aller Projekte, wo im Grunde genommen nur aus Kostengesichtspunkten und aus Hygienegesichtspunkten Dinge so gemacht werden, wie sie halt gemacht werden. Und die reichen aber am Ende des Tages, wie du es auch gesagt hattest, mit heute Morgen in einem Eingangsvortrag, Best Practice reicht halt eben nicht. Ne? Weil das ist ja das Gemeine im Internet, Best Practice gibt es ja schon. Und dann gibt es halt keinen Grund für den Nutzer, sein Verhalten zu verändern und jetzt zu dem Hersteller zu gehen oder zu dem Händler zu gehen oder zu dem Dienstanbieter, der eben eine ähnliche Dienstleistung halt auch anbietet, ohne dass er mich kennt, wo ich wieder ein Login habe und so weiter und so fort. Deshalb muss es erstmal dieses Bewusstsein geben, dass Best Practice am Ende des Tages nicht reicht und Hygiene nicht reicht. Und wo ich ein Bewusstsein dafür habe, ich muss im Grunde genommen so eine Innovations- und Produktpipeline halt aufbauen. Und dann muss ich gucken, klar, wie organisiere ich das? Aber das ist, glaube ich, trivial. Es muss, glaube ich, erstmal diese Einsicht geben und die entsprechenden Budgets in diese Richtung halt zu lenken. Und was ich immer gefragt werde, wenn sozusagen wir in Workshops irgendwie auf diese Sprache kommen, da wird immer gefragt, naja, gibt es da nicht ein Unternehmen, was man sich mal anschauen kann oder wo man mal fragen kann, die das Gleiche schon gemacht haben, vielleicht auch aus unserer Industrie im Bereich B2B oder Fashion. Was ist denn für dich so im deutschen Markt ein schönes Beispiel, die diesen klassischen Digitalisierungsphasen schon verlassen haben und jetzt in dieser permanenten Neuerfindung schon Das ist eine super gemeine Frage, ne? Nicht. Nein, deshalb bin ich ja sozusagen auf das Thema Pharma gekommen, weil ich glaube, das ist die einzige traditionelle Industrie, wo wir sehen, dass zumindest, was überhaupt nichts mit Digitalisierung im ersten Moment zu tun hat, obwohl mit CRISPR und Genschere und so weiter haben wir da auch einen Digitalisierungsschub, aber im Grunde genommen sehen wir dieses Bild nicht, ne? Sondern wir sehen dieses Bild, da gibt es gar extrem wenig Beispiele und mir fällt auch keins ein, wo das schon mal so richtig geglückt ist. Ne? Deshalb, glaube ich, muss man das Thema einfach von der anderen Seite nochmal sich anschauen und die Leute wachrütteln und sagen, so geht es eben auch nicht. Und versuchen, den Code dieser Plattformprodukte zu verstehen. Und das sind ja nicht nur die GAFAs, das sind auch die Netflix, das sind die Ubers, das sind die Bookings, das sind die Airbnbs, also diese Folge letztendlich halt von pure digitalen Playern, die es schaffen, am Ende des Tages einen Service, einen Dienst anzubieten, der den Markt verändert und der das Nutzerverhalten verändert. Das ist, glaube ich, erstmal so die Kerneinsicht, dass das der Schlüssel ist. Und dann ist halt die Frage, wie setze ich das jetzt um? Das ist in der Tat nicht die Frage halt von Budgets, die sind da, sondern von den richtigen Capabilities und von der richtigen Einstellung, diese Dinge so umzusetzen und auch viele Pferde sozusagen zu setzen. Also ich kann mir das eben nicht leisten als Unternehmen, muss ich, glaube ich, eher denken wie ein Venture-Fonds und sagen, ich starte jetzt 10 oder 20 Produktinitiativen und mein Gott, ich weiß nicht, welche durchkommt, aber irgendeine Initiative muss durchkommen am Ende des Tages. Da hinzukommen ist halt schwer. Gibt es denn Fragen hier aus dem Publikum? Ich mal gucken, ob es eine Meldung gibt. Da vorne gibt es eine. Habt ihr? Ja. Das kann gut sein. Das Interessante ist ja, glaube ich, sozusagen,
deshalb habe ich hier sozusagen diesen Transmissionsriemen gemacht, dass man als Unternehmen wahnsinnig traditionell sein kann und trotzdem ständig innovative Produkte sozusagen erzeugt. Apple ist ein total traditionelles Unternehmen, vom Management-Style, von der Security, das ist nichts Open Source, das ist nichts bei GitHub. Das ist super Security sozusagen, kulturell, und trotzdem kommt der Innovation sozusagen raus. Und ich glaube, das ist ja die Geheimnis. Also wie kriege ich diesen Innovationsprozess in einem traditionellen Unternehmen, was traditionell gemanagt wird, at scale, mit 50.000 Mitarbeitern, kann ich nicht allen 50.000 Mitarbeitern ständig sagen, morgen sieht die Welt anders aus. Das halten, glaube ich, Menschen und große Organisationen nicht aus, aber ich muss diesen Transmissionsriemen haben zwischen innovative Produkte bauen, in einem Research Lab Greenhouse-Prozess züchten, sodass es halt skalierbar ist weltweit, und dann kann ich sozusagen in eine traditionelle Unternehmenskultur halt skalieren. Und das können traditionelle Unternehmen halt sehr gut. So, also ein Pharmaunternehmen schafft es dann halt einfach innerhalb von 3 Monaten, weil die Zeit ja tickt, ein neues Blockbuster-Produkt weltweit in 70.000 Köpfe von Medizinern zu implementieren, dass sie nur noch dieses Produkt halt. Es ist eine wahnsinnige Leistung, ob man das jetzt ethisch gut findet oder nicht, aber es ist eine wahnsinnige Leistung als Organisation, so ein Produkt sozusagen, jetzt verschreibst du nicht mehr das, sondern das. Ich habe gesehen, wir haben Wurfmikros und du hast eine Frage, das ist sehr gut. Das ist ein Wurfmikro? Ja, habe ich gehört. Ich weiß es nicht, vielleicht ist es auch ein Scherz. Sprech mal rein. Und es hat funktioniert, ja. Perfekt. Okay. Ich habe noch nie gesehen. Ich auch nicht. Ich habe mich gefragt, was es ist, jetzt weiß ich. Okay. Mathis, aus dem, was du gesagt hast, könnte man folgern, wir brauchen statt dem Chief Digital Officer einen Chief Customer Officer? Und ja, wie das organisiert wird, keine Ahnung sozusagen. Ja, weil das ist also ja so das, was so durch den Ort getrieben wird gerade, ne? Ja, also ich glaube, man braucht einen CEO, der das Thema einfach versteht. Punkt. Ja, da ist der Engpass. Ja. Ich habe immer, wir hören immer wieder als Beispiel, also sozusagen Springer, Otto Tengelmann, so als Handelsunternehmen mit so einem Handels-Background, aber die haben irgendwie 2005 das gut gemacht, aber denen fehlt so ein bisschen der Drive auf den Modus, den man halt heute braucht. Und wir nennen immer als erfolgreiche Beispiele Amazon, Google und Facebook, die sich eigentlich permanent neu erfinden und neue, sozusagen ihre Value-Streams halt neu aufbauen. Aber aus der klassischen analogen Welt ist uns auch kein Beispiel bekannt, was das gut gemanagt hat, in diesem Modus zu kommen. Bin ich noch zu verstehen oder habe ich denn? Nee, es geht. Du bist noch zu verstehen, ja? Ja, genau. Genau. Haben wir noch eine Frage aus dem Publikum? Ich würde das gerne mal weiterwerfen, das Mikro. Das ist das einzige Unternehmen, was man immer wieder sozusagen sieht, das ist witzigerweise, ist auch immer wieder unfair, aber es ist eigentlich Apple, weil Apple sozusagen sich ja 3-mal unter der Unternehmensgeschichte halt komplett neu erfunden hat. Und am Anfang war es halt eben auch komplett hardwarezentriert. Dann haben sie den Sprung geschafft vom Apple II auf den Mac. Da haben sie sich neu erfindet, vom Mac letztendlich auf den iPod, vom iPod aufs iPhone. Also da sieht man, das klappt, aber da gibt es halt auch, oder gab es leider, 5. Oktober 2000, einen CEO sozusagen, der das halt getrieben hat. Genau, das also fehlt momentan. Also es scheint tatsächlich eine CEO-Frage zu sein. Aber wir haben jetzt ja in den nächsten 3 Vorträgen, schauen wir uns ja 3 verschiedene Industrien an. Die Verkehrsindustrie, die Verlagsindustrie und auch die Handelsindustrie gleich mit der Otto-Gruppe nochmal. Vielen Dank an dieser Stelle für deinen Vortrag. Deine Slides können wir die verteilen. Kann man die zum Verteilen geben? Die kann man auf jeden Fall verteilen. Ja. Man kann auch das Buch bestellen. Ja, aber wann kommt das? Im April. Ach so, ich musste hier noch den Korn geben. Simon, du musst mir assistieren beim Kostel. Ich schicke den Amazon-Vorbestellungslink noch rum. Ja. Vielen Dank. Auch für dich auf den Heimweg noch eine Flasche Korn und Classic Fanta dabei. Und vielen Dank an dieser Stelle. Das Buch könnt ihr euch alle kaufen. Was könnte das kosten? 29,80 €. Das ist fair. Für das Wissen ist das nur ein sehr fairer Preis. Ich auch. So.